Hallo Leute, wir waren in den Ferien reiten und haben euch die Frage gestellt, ob ihr dazu ein Video sehen wollt. Viele haben ja gesagt, deswegen hier das Video. Wir gehen jetzt in die Reiterhalle. Die Reitlehrerin macht gerade Antonia das Pferd fertig, auf dem ich später reiten werde. Im Hintergrund seht ihr Nadja das Pferd, auf dem wird Jana reiten. Das in der Mitte. Jetzt komm ich. Die Reitlehrerin muss erstmal den Sattelgurt nochmal nachgurten, damit ich nicht runterfalle. Jetzt hilft sie mir beim Aufsteigen. Also jetzt reite ich erstmal eine Runde Schritt. Ich habe das Reiten voll unterschätzt. Ich dachte, man sitzt einfach nur im Sattel und reitet los. Dabei ist es voll anstrengend. Nach einer Reitstunde hat mir voll der Bauch wehgetan, weil man die ganze Zeit hoch und runter beim Galopp gehen musste. Da steigt Jana gerade auf Nadja. Jana, wie fandest du's? Also ich fand's eigentlich ganz gut. Natürlich musste man auch manchmal gerade sitzen, dann ist es leichter für die Pferde. Und Jana fängt schon mit der ersten Übung an. Mit den Armen schwingen, das ist gut fürs Gleichgewicht. Das mit dem Armekreisen war nicht schwer. Vor dem Galoppieren, also vor dem ersten Galoppieren, hatte ich schon ein bisschen Angst, aber bei dem zweiten Galoppieren ging's. Jetzt muss ich die Arme nach oben greifen, um Äpfel für Antonia zu besorgen. Das war die Übung Äpfel pflücken. Für Antonia sollte ich so Äpfel pflücken und dann in meinen Korb unten legen. Das war schon ein bisschen schwieriger als Arme kreisen, aber auch kein Problem. Einmal nach hinten lehnen und das Pferd umarmen. Ich habe auch Äpfel gepflückt und wir haben... Also ich habe auch Karotten gezogen vom Boden. Da musste man so ganz runtergehen bis zu den Zehenspitzen. Das war schon ein bisschen schwer. Manchmal muss man eine Pause einlegen. Hier seht ihr mich gerade im Trab und gleich versuche ich in den Galopp zu kommen. Dabei muss man beide Schenkel an den Bauch pressen. Wir sind jetzt fertig mit dem Reiten. War super auf Nadja. Jetzt zeigen wir euch ein bisschen den Hof. Das ist Moritz. Das ist Kirano. Er hat eine schöne Fellfarbe, finde ich. Das ist Mara. Sie ist ziemlich alt. Das sind die Chatties. Die hintere ist Lina und, der vordere ist Leo. Lina und Leo, die sind auch süß. Lina ist voll süß mit ihrem Leo. Nee, Lina. Lina. Das ist Lorraine.
ist. Stellen wir sie jetzt mal wieder. Das ist Wimke. Sie ist riesig. Das ist Viva. Das ist jetzt Franz. Wir kriegen nur den Hinterteil. Franz, komm hier. Ja. Das ist St. Pauli. Das ist das größte Pferd von allen. Das sind die zwei Schimmel. Den Namen kennen wir leider nicht von denen. Aber sie sehen aus wie Zwillinge. Zwei Schimmel sind immer zusammen. Ja, sie sind beste Freunde. Vielleicht sogar Geschwister, ich weiß es nicht. Wir zeigen euch jetzt den Putzplatz. Der ist gleich... die Sattelkammer. Sorry. Hier ist die Sattelkammer. Hier sind die Trensen. Hier sind die ganzen Helme, falls einer keinen Helm dabei hat. Hier sind in den Schubladen hier unten sind noch mehr Helme. Das ist ein Halsring. Hier haben wir auch weitere. Das ist Flori. Die da hinhängen, wo sein Doppelnummer dabei sind. Immer auf Sauberkeit und Ordnung achten. Hier seht ihr die Putzkisten. Das sind die Sättel und Schabracken. Hier nochmal Antonia, das Pferd, das ich vorhin geritten bin. Das ist Raya, der Hofhund. Hier ist der Putzplatz, da bindet man die an und man kann sie einfach putzen. So, das war's jetzt mit dem Video. Uns hat das Reiten mega Spaß gemacht. Hoffentlich hat euch das Video auch Spaß gemacht. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, kostenlos abonnieren unterm Video. Und ja, tschüss.